Willkommen, Björn Johansen von ELAC, deutscher Lautsprecherhersteller in Kiel. Björn, was hast du uns heute mitgebracht? Ich habe was Neues mitgebracht und das ist die ELAC Solano Serie. Wofür steht der Name? Lateinisch Solanus, der Ostwind, etwas, was im maritimen Bereich ja auch da ist. Entwickelt und hergestellt wird dieser Lautsprecher in Kiel. Und wir haben hier natürlich ein Repertoire aus drei Lautsprechern aus der Serie. Einmal den Standlautsprecher, die FS287, den Kompakt- oder auch Regallautsprecher genannt, BS283 und den Center CC281. Und es passt wirklich in viele Wohnräume rein. Es ist ein kleiner Lautsprecher, der aber einen großen Klang bietet, mit der typischen ELAC-Performance. Wir positionieren sie zwischen der Carina-Serie und der Vela-Serie. Und da war ein Vakuum, das wir jetzt mit der Solano-Serie füllen. Kannst du was zum runden Gehäuse sagen? Wir haben hier ein leicht gekurftes Gehäuse. Das sieht man besonders gut, wenn man den Lautsprecher von oben betrachtet. Und damit wird eine bessere Raumabbildung wiedergegeben. Von der Bestückung her sehe ich bekannte ELAC-Features. Wie ist die Chassisbestückung ausgeführt? Ja, also wir haben hier ein 2,5-Wegesystem. Oben angefangen mit dem traditionellen Jet-Hochtöner, der Jet 5. Und hier haben wir ein Aluminium Waveguide noch davor gesetzt. Auch das ist für die Wiedergabe noch eine Verbesserung. Und bei den Mitteltieftönern, den beiden ansässigen, haben wir ein Aluminium-Sandwich-Membran, Aluminium mit Zellstoff zusammen fixiert, zusammengeklebt. Und das bietet halt die Steifigkeit des Aluminiums mit der Dämpfung des Zellstoffs dahin. Die Lautsprecher der Solano-Serie arbeiten nach dem Bass-Reflex-Prinzip. Kannst du dazu noch was ausführen? Auch hier haben wir was Besonderes. Bei dem Standlautsprecher der FS287 haben wir zwei Bassreflexöffnungen. Eine, die nach unten definiert auf die Metallplatte stößt und eine weitere, die im rückwärtigen Bereich zu finden ist. Bei dem kleinen Lautsprecher haben wir ein einziges Downfiring-Bassreflex-System, so dass auch gegeben ist, dass wir dort den Lautsprecher auch nah an der Wand positionieren können. Optional gibt es für alle Solano-Lautsprecher auch eine Abdeckung und die wird magnetisch gehalten. Zu sehen ist auch, dass der Standlautsprecher nicht einfach plano auf dem Boden steht. Was ist die Neuheit? Wir haben jetzt hier bei der Solano-Serie Metallausleger, die eingefasst sind mit Spikes, die wiederum auf den Boden aufgesetzt werden können. Da gibt es auch Unterlegplättchen, die sind nochmal auf der Rückseite mit Kork ausgelegt, sodass auch hier der Boden geschont wird, aber trotzdem eine Entkopplung vom Boden stattfindet. Einige Ausstattungsmerkmale sind unsichtbar, dazu zählt die Frequenzweiche. Was gibt es da zu sagen? Große Teile der Vela-Frequenzweiche finden sich hier in der Solano-Serie wieder. Und natürlich, Frequenzweiche endet mit dem Terminal und auch hier gibt es eine Besonderheit. Wir haben hier ein B-Wiring-Terminal. Wir bieten die Solano-Serie in zwei Farben an. Einmal Weiß-Hochglanz und Schwarz-Hochglanz. Auch wir vom Radio Körner-Team finden, dass das ein klanglich sehr gelungener Lautsprecher ist, der sich wunderbar in das ELAC-Seriengefüge einpasst. Wir freuen uns, dieses neue Modell jetzt hier bei uns ab sofort vorführen zu dürfen für alle Interessierten. Und ich danke dir, Björn, für deinen Besuch. Danke, Fabian.